Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Adam Wilczek von Mechtio und heute werden wir einen Bremssattel wieder einsetzen und das System von Fabia entlüften, das Bremssystem. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und auf geht's. Ich verwende wie beim letzten Mal auch hier ein Kit und tausche die Stifte komplett aus. So, ich gehe jetzt her und verwende hier ein bisschen Paste. Newtonmeter. Hier müssen wir den Zipfel abziehen. Newtonmeter. Gut, dann stecken wir das Ganze wieder durch. So, hier können wir das Ganze sehr leicht einfädeln. Und jetzt müssen wir noch die Klammer montieren. Gut. An der Stelle müssen wir das Bremssystem entlüften, das werden wir jetzt auch machen. Ich verwende ein Bremsentlüftungsgerät, falls ihr keins habt, könnt ihr das auch mit der Zwei-Mann-Methode machen. Wie geht das? Schaut euch einfach hier oben das Video an, da zeige ich es. Die Reihenfolge zum Entlüften bei diesen Fabia ist hinten rechts, hinten links, vorne rechts und vorne links. Legen wir einfach mal los. So, ich habe hier einen alten Kanister mit Bremsflüssigkeit. Da lasse ich jetzt erstmal ein bisschen was ablaufen. Das ist die Bremsflüssigkeit, die hier in die Leitung gestanden ist. Und dann können wir das Ganze aufschrauben. So, stellen wir auf 2 Bar. So, jetzt schalten wir mal das Gerät ein. An der Stelle trocknen wir einfach mal das Ganze hier ab, dass wir hier sehen können, ob das undicht ist. Aber für mich sieht das Ganze sehr gut aus. Es läuft nichts aus. Das können wir so lassen. So, ich habe jetzt alle Ventile angelöst. So, jetzt machen wir mal auf. Man sieht hoffentlich hier so die Luftblasen aufsteigen. Und solange Luftblasen kommen, wie jetzt das da hier, würde ich das noch laufen lassen. Gut, das sieht gut aus. Wieder fest anziehen. Nicht übertreiben, die reißen sehr gern ab. Also pauschal alle Schrauben. Alle Schrauben werden ungefähr mit 10 Newtonmeter angezogen. Jetzt tun wir uns alle Ventile schön abtrocknen und kontrollieren gleich, ob das hier sauber dicht ist, wenn wir auf die Bremse drücken. Gut, also Gang raus. Okay, also wir müssen nochmal entlüften. Scheint noch nicht gut zu sein. Da rutscht mir weg. Oder wir verlieren irgendwo Bremsflüssigkeit. Hier scheint alles dicht zu sein. Ich hoffe, man konnte es im Video sehen. Mein Fuß ist einfach die ganze Zeit immer ein bisschen vorgegangen. Das heißt, irgendwie ist irgendwo noch Luft und das müssen wir jetzt nochmal beseitigen, indem wir jetzt hergehen, die ganze Prozedur nochmal machen und schauen, ob wir eine Besserung da haben. Ganz wichtig, das muss sich so anfühlen. Und dann ist der Bremspunkt da und das Pedal rutscht nicht weg. Schön, eine Lampe ist, man kann die auch für solche Zwecke missbrauchen.
Und schon hat man gutes Licht. So, wir müssen jetzt natürlich die Handbremsseile wieder hier einhängen. So, jetzt drehen wir die Schraube wieder zu. Ja, da sieht man schon halt den Vergleich. Und jetzt ist jetzt entscheidend, dass wir eine gewisse Vorspannung haben, dass der Bereich zumindest um 1 mm abhebt. Also man sieht hier, dass das Ganze sich abgehoben hat, ja. Und gleichzeitig, das ist das Wichtige, Bremsscheiben lassen sich frei drehen. Ja, dieses Werkzeug ist eigentlich ganz praktisch. Ich kann euch sagen, früher habe ich das mit einem Maulschlüssel gemacht. Ihr arbeitet euch tot und mit so einem Teil geht es echt praktisch. Die Schraube, die ich gelöst habe mit diesem Schlüssel, ist eine Einwegschraube. Das heißt, die müsst ihr, das hatte ich nicht erwähnt im Video, die müsst ihr neu holen. Es gibt für diese Bremssättel Nachrüstskizzen. Und zwar sind es solche Einsatzfedern. Die Teilnummer ist einmal hier. Und einmal hier rechts und links, ja. Und dementsprechend könnt ihr diese Federn hier einsetzen. Und das sorgt dafür, dass der Bremssattel durchgedrückt wird immer. Das heißt, das Handbremsseil ist immer auf Spannung. Ihr braucht zwar ein bisschen mehr Kraft, um das Handbremsseil anzuziehen, aber dementsprechend wird es auch durch diese Federkraft, die hier da ist, mehr zurückgeschoben. Und das sorgt dafür einfach, dass ihr dann an der Stelle weniger Verschleiß an den Bremsbacken habt. Die setze ich ein. Ich zeige es euch einfach hier an diesem Stück. Gleichermaßen macht ihr das einfach an eurem Auto. Jetzt schauen wir mal, welche Feder für welche Seite ist. Ja, ganz wichtig, es gibt zwei Möglichkeiten, das Ding zu montieren. Ich zeige euch, wie ihr es falsch montiert. Also ihr könnt jetzt theoretisch so rum montieren. Ja, das wäre dementsprechend auch eine Option. Das ist aber falsch. Ihr müsst das Ding so montieren. Ja, das heißt, es kommt hier so rein. Und dann müsst ihr es spannen. Ich hoffe, ihr seht da was. Ich greife mal um euch rum. So. Und damit ist es fest. Ja. Ganz kurz von der Funktionsweise. Hier hängt ja das Handbremsseil. Und durch diese Feder, die wir hier haben. Ich hoffe, man sieht es. Oh, da geht es schwer. Drückt die Feder aufgrund ihrer Federkonstante das Ganze mehr zurück. Wir haben natürlich intern hier drin diese Rückstellfeder, aber hier durch diese zusätzliche Feder haben wir mehr Kraft, wo das Handbremsseil mehr nach außen gedrückt wird und dementsprechend ist der Kolben immer weiter innen drin und der Verschleiß ist halt reduziert, zumindest die Theorie. Vielen lieben Dank an den User wegen dieser Info. Ich tue die Teile unten, genauso wie das Werkzeug, in die Infobox, falls euch interessiert. Ich habe die jetzt original geholt. Die waren günstiger original als irgendwelchen Shops. Zum Teil gab es die gar nicht in Shops, nur bei eBay. Und von eBay halte ich immer so ein bisschen Abstand, wenn es um Teile geht. Da weiß man nie, ob das Originalteile sind oder ob das Kopien sind. Also recht herzlichen Dank nochmal an den User, an die tolle Info. Schreibt mir eure Kommentare, was ihr davon hält. Falls ihr auch noch solche Infos habt, gerne her damit, ja, die kann ich gerne auch in die Community teilen, wenn es ins Thema reinpasst. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich für heute fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Adam Wilczek von Mechtio und vergesst mich da nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.